Hallo, herzlich willkommen zurück bei SheLog und zum Let's Play von Wintermute, dem ersten Teil des Long Dark Story Moduses. Will hat mich gerade am frühen Morgen mit Magenknurren begrüßt. Das heißt, er würde wohl gerne Nahrung zu sich nehmen. Wie wär's mit Beef Jerky? Hm? Gut für dich? Und ein bisschen was trinken. Weil es besser ist. So, wir haben ein bisschen unser Gepäck erleichtert. Ihr habt mir gesagt, dass es gar nicht so schlecht ist, bei der Grauen Mutter einzuziehen. Also sie hat wohl nichts dagegen und sie hat ein ewiges Feuer brennen. Aber sie macht mir auch Angst. Und ihr habt mir den Tipp gegeben, dass ich ihr so ziemlich alles an Feuerholz geben kann. Also sie nimmt nicht nur Feuerholz, es geht auch Papier und Bücher. USW. Oh, er hat schon wieder Hunger. Gut, wir können hier natürlich auch Feuer machen. Oh, Papier nimmt sie wohl auch. Gotta eat soon. Ja, ist ja gut. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie er das aufkriegt. Ich glaube nämlich nicht, dass wir einen Dosenöffner haben. Aber da steht auch nicht so wie früher irgendwie so und so viel Prozent verloren. Also schlägt er die Dose wohl nicht auf. Das wäre auch gemein, das zu tun, ohne mich zu fragen. Denn ich muss ja mitentscheiden, ob das für mich okay ist, dass die Hälfte verloren geht. Und oh mein Gott, mir fällt gerade was Wichtiges ein. Sekunde. Gott sei Dank, das Mikro ist eingeschaltet. Verzeihung. Das war ja ausgesteckert und manchmal nimmt er das dann nicht wieder automatisch an. Ja, stimmt. Es sind jetzt hier einige Sachen, die wir noch nicht durchsucht haben. Aber in diesem Auto gab es jetzt auch nicht viel. Weil ich ja, weil es ja Priorität hatte, erstmal ein Lager zu finden, weil wir ja eh nichts mehr schleppen konnten. So, diese Häuser scheinen alle verbarrikadiert zu sein. Und diesen Schneehügel kommt Will nicht hoch. Es lohnte sich auch nicht, hier hochzuklettern, denn dieses Haus ist verrammelt. Dieses Haus da hinten ist abgebrannt. Tja. Oh, hallo Häschen. Keine Sorge, ich werde dich nicht mit Steinen bewerfen. Auch wenn ich es kann. Ich tue es nicht. So. Räubern wir hier mal. Verrat. Das muss ich lesen. Es ist etwas schade, dass das... Quatsch, falsch. Das Spiel hierbei nicht pausiert. Verrat. Aber das ist ja eigentlich auch realistisch. Ich habe ihn wie versprochen verlassen und hier gewartet, wie du es mir gesagt hast. Wo bist du? Es wird zu kalt, um hier rumzusitzen. Hol mich beim alten Postamt ab, sobald du kannst. Und dann nichts wie weg von hier. Wenn du bis Mitternacht nicht da bist, gehe ich alleine. Affäre gone bad, ja? Das passiert. So, Vorsicht, nicht das andere Auto anmacken. Oh, wäre wahrscheinlich auch ein Versicherungsschaden, ne? Alles gut. Mack hier Autos an, wie du willst. Wobei das Postamt nicht sehr zuverlässig ist. Wahrscheinlich kommt der Brief nie bei der Versicherung an. Und Telefon geht auch nicht. Boah, die Leute haben ja nichts in ihren Autos. Was ist das für ein Volk? Da liegt immer noch dieses Reh. Und ich sehe auch gerade keine Konkurrenz. Ich, ne? Das lohnt nicht so doll. Aber komm, was soll's. I could eat anything right now. Ja? Anything habe ich gerade nicht. Aber ich befolge jetzt mal euren Rat und benutze das ewige Feuer der Grauen Mutter. Das klingt irgendwie voll badass, ne? Das ewige Feuer der Grauen Mutter. Nicht schießen bitte, ja? Kann ich ihr Gewehr haben? Vielleicht kann ich sie damit erschießen.
Ja, tatsächlich. Es steht dauerhaft auf 10 Minuten. Das ist gut. Ne? Ja. Ich würde dir ja was abgeben, aber ich will nicht. Just saying. Okay, das war jetzt nicht der Bringer, aber ich sag mal, es hat uns 26 Kalorien gekostet, das auszunehmen. Das Stück hier hinzurennen war jetzt nicht so schlimm. Wir werden es alle überstehen. Und wir mussten halt kein eigenes Feuer machen, weil Lady Grey da ihr Feuer brennen hat. So, und dann gehen wir jetzt mal zur Milton Credit Union. Moment. Heißt das, es ist gar kein Laden, sondern eine Bank? Okay. Das ist gut, dann haben die wohl eine ganze Menge Brennmaterial. So, wie lange dauert es, das zum Auseinanderzunehmen? 9 Minuten. Das machen wir. Den Mülleimer können wir nicht auseinandernehmen. Eine Baseballmütze, die nehmen wir natürlich. Unser Metallsplitter nutzt sich langsam ab und ich bezweifle, dass wir den reparieren können. So, dann nehmen wir erstmal nur Sachen, die wir so mitnehmen können. Dann gucken wir einfach mal, wie viel das schon ausmacht. Und wühlen natürlich im Müll. Hm. Oh, Orangenlimo. Das finde ich sehr nett. Ach ja, ihr habt mir gesagt, ich könnte das wieder umstellen. Wartet mal, machen wir mal einmal. Optionen. Ist das Steuerung oder? Wahrscheinlich, ne? Vereinfachte Interaktion. Ein. Ja, zurück zum Spiel, bitte. Ha. Oh. Must be the key to the bank manager's house. Meinst du? Meinst du, der Schlüssel zum Haus des Bankmanagers ist der Schlüssel zum Haus des Bankmanagers? Will, an dir ist ein Detektiv verloren gegangen. Alter Verwalter. Ich bin richtig eingeschüchtert von deinem massiven Intellekt. Hallo? Ich würde gerne eine Einzahlung machen. Ah, würde ich eigentlich nicht. Ich habe kein Geld. Mein wertvollster Besitz ist ein Metallsplitter. Ist das gut? Okay, das Geld wurde ausgeräumt. Obwohl es in diesem postapokalyptischen Szenario wahrscheinlich nicht sehr hilfreich ist. Hat das jemand wohl mal mitgenommen? Metallstuhl ist wahrscheinlich bügelsägend. Ja. Das habe ich das schon ausgeräumt? Wirklich? Wann? Ich dachte, ich wäre hier nur durchgelaufen. Stimmt. Nimm mit. Ich hätte einfach auf alles nehmen klicken können. Ja, hätte ich. Habe ich aber nicht. Tja. Verklag mich doch. Oh, Mülleimer durchsuchen. Okay. Lass uns diese Diskette mitnehmen. Vielleicht sind da belastende Informationen drauf. Oh, den können wir aufbrechen. Wenigstens macht unsere... Okay, die sind ziemlich abgenutzt. Jetzt halte ich die Maustaste teilweise schon gedrückt, obwohl ich es jetzt gar nicht mehr muss. Es ist schon angenehmer. Gerade so im Eifer des Gefechts vergesse ich das gerne mal. Ne? Und das ist dann schlecht, wenn gerade ein Wolf mich verfolgt und ich mich in ein Auto... Halt die Klappe. Und ich mich in ein Auto retten möchte. Kaffee. Ist das wirklich blöd, wenn ich dann vergesse, dass ich die Tasten halten muss. Oh, Salzcracker. Die hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Waren die nicht mal blau? Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich zum Haus des Bankmanagers gehen, um die Tresorkombination zu erfahren. Oder die fliegt hier irgendwo rum. Kasse durchsuchen. Okay, niemand bewahrt die Tresorkombination in der Kasse auf. Dann eben nicht. Water Mains Shut Off Valve Keep Clear. Heißt das eigentlich Valve oder Wolf? Ich weiß es nicht. Das englische Wort... Locked. Can't get in here yet. Achso, das kann ich so machen. Okay, das wissen wir ja theoretisch, wie das geht. So, komm, wo macht's erste Mal Klick? So um die 40, 39 eher. So. Klick. Gut, dass Will ein Alleskönner ist. Jeder Buschpilot sollte auch Tresorknacker-Fähigkeiten. Also das war jetzt um eins
Wow. Das hat jetzt echt gut geklappt. Irgendwas stimmt. Hieraus kannst du irgendwann etwas lernen. Tatsächlich. Bargeld. Oh mein Gott, wir sind reich. Das können wir der Alten dann wahrscheinlich auch in ihren Feuerschrank stopfen. Ich bezweifle, dass das irgendwie ein Questgegenstand ist, denn ich wüsste nicht, wer in dieser Welt Geld haben will. So, da muss man dann wahrscheinlich wirklich zum Haus des Bankmanagers, wobei ich jetzt nicht weiß, wenn da auch nur Geld drin ist, das ich dann als Zunder benutzen kann. Na, who cares? Gehen wir erstmal zu Lady Grey und stopfen ihr alles Mögliche da in ihren Feuerholzverschlag. Naja, nur das, was auch angenommen wird. Oh, ich dachte erst, das wäre auch ein Mülleimer. Ja. Kannst du haben. Da, da. Aber ein Streichhölzer will ich behalten. Und eigentlich ein bisschen Zedernholz würde ich auch gerne für mich selbst behalten. Sorry, wenn das irgendwie egoistisch wirkt. Ich glaube, genug Zunder haben wir noch. Da war jetzt so viel Karton in der Bank. So. Durchsuche alles. Durchsuche alle Behälter, die du findest. Vielleicht verstecken sich lebensrettende Vorräte da drin. Du kannst auch Gegenstände in Behältern aufbewahren. Ja, das weiß ich doch. Okay, die Hälfte haben wir. So, wo könnte das Haus des Bankmanagers sein? Das war alles irgendwie verrammelt und nicht irgendwie einfach abgeschlossen. Oder ich habe jetzt einfach irgendwas übersehen. Ne, denn die sind gar nicht benutzbar, die verrammelten Türen. Es ist verdächtig still hier. Oh, ich glaube, den Truck kennen wir noch nicht. Oh, den kennen wir scheinbar doch schon. Verzeihung. Ich habe eine Fehlinformation herausgegeben. Ich will nicht ausschließen, dass ich zwischen diesen ganzen verrammelten Häusern eins übersehen habe. Diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Also Milton ist doch nochmal deutlich unheimlicher als Coastal Highway, finde ich. So, dieses Haus kennen wir aber auch, ne? Das ist, glaube ich... Ah, nee. Okay, wir kennen es, aber das ist nicht das deprimierende Haus mit dem Babybettchen. Gipfelbrause. Genau, das war eins der Häuser, wo ich dann nur noch durchgeflitzt bin und es gar nicht richtig untersucht habe. Das ist für Madame Grey. Das brauchen wir... war, glaube ich... Ich habe irgendwelche bunten Punkte gesehen. Naja, mehr oder weniger bunt. Kann ich den mitnehmen? Vielleicht will ich einfach einen Eimer haben und ihn als Topfhelm benutzen. Oder als Eimerhelm. Wäre ja meine Sache. Will wird ja wohl einen Metalleimer tragen können. Dann ist das das deprimierende Haus gewesen. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch Holz übersehen hatten. Ein Metalltopf, sehr gut. Wenn wir dann irgendwann uns entschließen, eine Umschulung zum... Oh, Schuhe habe ich übersehen. Zum Schrotthändler zu machen, werden wir sicherlich einen Haufen Metalltöpfe gebrauchen können. Aber hier ist nichts mehr, was die gute Dame verfeuern könnte. Dann werden wir es jetzt erstmal auch nicht brauchen. Kann sein, ich weiß jetzt, das war echt doof von mir. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Soll ich das Ding hier im Weg? Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Falls ja, Verzeihung. Okay, den nächsten Parkplatz, den wir überfallen können. Wir haben ja jetzt so ein Ding. Und ich muss nicht gedrückt halten beim Aufstemmen. Hope nobody needs this anymore. Nein, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier jetzt eine einzelne Signalpatrone braucht. Falls doch, kann er sich ja melden. Vielleicht finden wir ja das Miltoner Fundbüro. Da geben wir die ab. Dann füllen wir alle Formulare aus für eine Signalpatrone. Oh, stimmt, ich habe bei den anderen gar nicht mehr den Schirm geöffnet. Oh mein Gott. Schande über mich. Jetzt muss ich das umso eifriger machen. Duftbäumchen. Ich darf es nicht haben. Gut, ich wüsste auch nicht, was ich damit machen sollte.
irgendwelche Ladungen. Nein. Bitte, wollte ich eh nicht. Brauch keine Dinge. Der hat aber schlecht eingeparkt. Wie sagte der Erzähler in Kona, that must be the worst parking job ever. Naja, wahrscheinlich hatte er andere Sorgen, als elegant einzuparken. I think I can use this. Ja. Ja. Wahrscheinlich können wir das gebrauchen. Da ist noch ein Häuschen, das nicht verrammelt scheint. So, nach links und rechts gucken, ob ein Wolf... da kommt tatsächlich ein Wolf. Es sieht aber nicht aus wie das Haus eines Bankmanagers. Und wir haben jetzt auch nicht... Also zumindest wurde mir nicht angezeigt, dass wir einen Schlüssel benutzt hätten. Nein, ich glaube nicht, dass hier ein Bankmanager wohnt. Na gut, vielleicht täusche ich mich und... Der Bankmanager von Milton ist ein ganz bescheidener Mann. Ist ja jetzt nicht so, dass Milton die Riesenmetropole ist. Ach, den ganzen Metallschrott will ich eigentlich nicht mitschleppen. Ich weiß, das werde ich irgendwann bereuen. Too heavy. Ja, ja. Du bist auch too heavy. Nein, bist du nicht. Nicht, dass der wohl noch eine Essstörung kriegt. Das könnten wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich bezweifle, dass Milton einen fähigen Therapeuten hat. Okay. Der Kollege ist noch da hinten. Das ist doch ein Wolf und kein Bär, nicht wahr? Das ist noch ein... Das ist ein schönes Haus. Aber ob es das Haus des Bankmanagers ist, weiß ich nicht. Hier kommen doch noch einige Häuser. Und natürlich lungert dann hier Mr. Wolf herum. We can make something with this. Ja, wir können aus allem irgendwas machen, aber... Im Moment suchen wir Brennmaterial. Und ich fürchte, wir müssen auch gleich wieder zurücklaufen, um das Brennmaterial der Dame zu geben. Toaster! Ach komm, lass uns den Toaster im Ganzen mitgeben und der Frau schenken. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, beziehungsweise in unserem Fall bauen eine Freundschaft auf, vielleicht. So begeistert war sie ja jetzt noch nicht von uns. I can always use more food. Mhm. Obwohl der Will ja all seinen Charme hat spielen lassen. Voll der Ladies Man. Ist wahrscheinlich der Bart. So ein Bart gibt Charisma plus 3. Mindestens. Ich frage mich, ob die Skimaske irgendwie Abzug gegeben hätte, wenn er eine Skimaske aufgehabt hätte, wenn er da reinspaziert wäre. Hallo, vertrauen Sie mir. Verzeihung. Ich werde mal wieder etwas albern. Schnief. Fange ich schon selber an zu schniefen. So schlecht sind die Witze heute wieder. Okay. So, ich hoffe, der Wolf ist jetzt noch nicht weitergewandert und steht jetzt direkt hier vor der Tür. Eigentlich hätte ich gerne, wenn er weggehen würde. Okay, schon so, dass ich ihn sehen kann, damit ich weiß, wo er steckt. Nicht einfach sich in Luft auflösen und dann irgendwie einfach wieder auftauchen. So, also hier sind doch noch einige nicht ganz uninteressante Bauwerke. Aber dann sollten wir tatsächlich nochmal zurückgehen und das ganze Papier in Lady Grace... Holz von... Ah, da ist der Wolf. Gut, dann kann er auch da... Tut mir leid. Meine Neugier ist größer als Angst vor Wölfen und Respekt vor Privatsphäre. Diesen Mülleimer kann ich nicht durchsuchen. Habe ich den schon durchsucht oder ist er einfach undurchsuchbar? Letzteres würde ich empörend finden. Können wir der Alten nicht einfach ihr Gewehr klauen und sie erschießen? Ich weiß, es klingt jetzt sehr brutal, aber ich glaube, die ist böse. Vielleicht, weil sie Graue Mutter heißt und mich das unheimlich an die Mutter der Nacht von der dunklen Bruderschaft erinnert. Die ist auch voll böse. Ja, ja, ich weiß, nur missverstanden. So. So. Hauen wir das auch noch da rein? Da haben wir selber gar nichts mehr. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt.
Ich gehe jetzt mal so. Uah. Ui, da haben wir aber Glück gehabt. Ray macht wieder sehr leidende Geräusche. Waren wir eigentlich im Postamt durch? Ich glaube, wo wir gerade hier sind, gehe ich dann nochmal rein. Da kann der Wolf da hinten sich auch mal überlegen, ob er nicht lieber gehen will oder einen Herzinfarkt haben will. Sich von Bus schmeißen möchte, obwohl hier fahren keine Busse, ne? Vielleicht können wir hier noch ein paar Stühle auseinandernehmen. Ich hoffe, die haben Holzstühle und nicht Metallstühle. Ja, hier ist noch einiges an Papier. 9 Minuten. Oh, es ist schon wieder sehr spät. Mann, wie die Zeit vergeht, wenn man sich in keinster Weise amüsiert, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend rennen muss. Ich sollte mal einmal was trinken. Und wo wir dabei sind, können wir auch mal eben gammelige Müsli-Riegel essen, nicht wahr? Und gammelige Pfirsiche. Denn es ist ja wahr, was ich esse, muss ich nicht schleppen. Und das hilft auch ein bisschen gegen Durst. So. Ja, dann trinken wir erstmal das ganze gammelige Zeug. Hoffend, dass wir uns daran keine Vergiftung zuziehen. Guck mal, durstig sind wir jetzt fast gar nicht mehr. So, also den ganzen Karton will ich jetzt eigentlich... Ich hätte jetzt gerne... Haha, dich hätte ich fast übersehen. Und dann wären mir diese Wollsocken entgangen. Ich hätte jetzt gerne das Haus des Bankmanagers gefunden. Das macht mich jetzt voll neugierig. Wahrscheinlich ist da gar nichts, aber... Wahrscheinlich ist das voll der rote Hering. Wie die Signalpistole in Kona. So. Kommt der auf mich zu? Keine Ahnung, was er macht. Oh, was für ein schönes Bild. Wenn auch etwas deprimierend. So, wenigstens steht hier kein unbenutztes Kinderbettchen herum, das mich noch mehr deprimieren könnte. Okay, hat jemand Hasenbraten? Diesen Herd kann ich nicht öffnen. Warum gibt es so viele unbenutzbare Sachen, die man in der Sandbox aber benutzen konnte? Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich den anderen Herd in dem anderen Haus geöffnet habe oder ob das auch nicht ging. Das ist auch kein Handy. Oh ja, mehr Stoff. Ich glaube, bevor wir schlafen gehen. Guck gleich mal, ob es hier ein Bett gibt, dann bleiben wir erstmal hier. Zumindest für die Nacht sollten wir jetzt genug Essen haben. Vielleicht ist ja im Klo auch noch ein bisschen Wasser. Lecker. Mehr Kaffee. Dann bleiben wir hier und bis es dann dunkel wird, können wir mal ein paar Sachen reparieren. Den Schrank hatte ich offensichtlich schon. So, wenigstens der Kühlschrank ist nicht geräubert. Klar, schimmeliges Kaninchen. Das ist die Empfehlung des Tages, denke ich. Und direkt die Antibiotika fassen dazu. Hauptgang schimmeliges Kaninchen, zum Nachtisch ein paar gute Antibiotika. Das freut uns doch. Ah, das nehme ich auch nicht. So. Die Leute alle keine Betten oben? Warum haben die Leute geschlafen? Hatten die alle einen Schlafsack im Gegensatz zu mir? Hope I can still eat this. Schön für sie. Es gibt echt nicht viele Betten in Milton. Oh, hier ist aber duster. Le. Eine Fackel würde ich jetzt deswegen eigentlich nicht anmachen. Ich hatte gehofft, ich hätte schon eine Petroleum. Okay, dann müssen wir uns hier durchtasten. Cursor zeigt nichts an. Das nehmen wir auseinander. Und dann müssen wir aber auch gehen. Und all this gear is slowing me down. Ja, ich weiß. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Da du ja nicht in der Lage bist, irgendwie provisorisch zu schlafen, habe ich die oberen Schränke durchsucht. Ja. Das ist jetzt echt ein Problem mit dem Wolf da draußen. Ich glaube, ab 40 Kilo kann er nicht mehr rennen, ne? Das heißt, wir essen jetzt mal das schimmelige Kaninchen. Ja. Wirklich schnell ist er auch nicht, aber wenigstens hat er wieder eine Stamina-Leiste. Gut für ihn.
So, hier war auch kein Bett, ne? Aber hier konnten wir, glaube ich, durch. Dann sind wir vom Weg weg und der Wolf, der lungerte ja auch. Doch, doch, da war ein Bett. Haben wir eigentlich schon hier hinten geguckt? War ich hier schon im Bad? Oh, noch mehr Kram. Sehr gut. Nein, ich war noch nicht im Bad. Ich weiß, ich trage eh schon so viel mit mir rum, aber Wasser können wir im Zweifel ablegen. This pack is getting too heavy to carry. Ja, ich habe dich schon beim ersten Mal verstanden. Ich reagiere nur nicht auf Jammer. So, okay. Le Clamotte. Ich glaube, das sind schon ziemlich gute Stiefel. Ne? Die sind bei 33%. Das heißt, wenn wir das Ganze alles so mal 3 nehmen, wären das schon keine verkehrten Werte. Unser aktuelles Paar Schuh, das sollte ich mir vielleicht in der Kleideroptions-Dings besser ansehen, ist bei 54% und hat vergleichbar. Ne, der Dingsschutz ist besser. Ah, die Laufschuhe. Schuhe sind ja alle nicht schlecht. Aber die sind doch nicht gut, oder? Ja, genau. Nee, die will ich zerlegen. Dann habe ich nämlich Material. Und dann kann ich, obwohl das schaffe ich jetzt nicht mehr vor Einbruch der Nacht. Eigentlich war es schon eine schlechte Idee, sie zu zerlegen. Schade, dass man im Inventar nicht nach Kleidungsart sortieren kann. Da muss ich wirklich im Anziehmenü. So. Warum ein Schal kein Accessoire ist, verstehe ich immer noch nicht. So, nicht viel besser. Und schlechtere Werte. Die Mütze und den Schal sollte ich mal vergleichen. Ich glaube, der ist besser. Der hat eine ähnliche Condition. Scheint aber im Ganzen besser zu sein. Und sieht auch toll aus. Ist genau deine Farbe, Ray. Und der Schal, der ist ja eher nicht so gut, ne? Ich glaube, im Moment ist der Kram, den wir tragen, am Kopf besser. Dann reparieren wir mal das, was wir am Kopf tragen, solange es noch hell ist. Zerfetzen können wir ja auch im Dunkeln. So. Wo ist jetzt die... Hä, ich dachte, wir haben die Mütze an. Hä? Warum hat er denn... Was soll's? Ich glaube nicht, dass wir die noch repariert kriegen. Es wird nämlich schon duster. Okay, kriegen wir doch noch, um mich lügen zu strafen jetzt. So, die Wollsocken sind auch gut. Und selbst im kaputten Zustand nicht schlechter als die nahezu perfekt in Schuss gehaltenen Turnschuhe. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal ein paar Sachen kaputt, weil wir sie ja auch nicht mehr tragen können. Ich weiß, ihr habt mir, als ich Sandbox gespielt habe, immer geraten, Sachen noch einfach zu behalten und wegzulegen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie sinnvoll es ist, sich in Milton jetzt großartig ein Lager... Ich weiß nicht, ob wir nicht im Story-Modus einfach sehr viel unterwegs sein werden. Ob es überhaupt großartig Sinn macht, sich ein Lager in Milton anzulegen. So, ich weiß, dass wir Rennfahrerhandschuhe auch noch in unserem Schrank haben. Oh, die geben Leder. Das heißt, damit kann ich morgen früh eventuell Schuhe reparieren. Eventuell. So, die blöde Baseballmütze, die brauchen wir auf gar keinen Fall. Die ist ja... Also da weiß ich, da habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, eigentlich am Kopf nackig ist auch nicht viel schlechter. So, noch ein paar Socken, die nicht so gut sind wie die Wollsocken. Das weiß ich ja mittlerweile. So, alles andere habe ich entweder an... Ne, die Mütze noch. Allerdings, die ist ganz gut in Schuss. Die verweiche ich mir dann vielleicht wirklich als Ersatz. Dann vergleiche ich dann bei Tageslicht nochmal die anderen Schuhe. Aber vorher sollten wir noch was essen. Und oder was trinken. Am besten wir nehmen einfach Limo. Die ist ja eh nicht mehr so lange gut. Wir haben heute so viel im orangefarbenen Bereich getrunken. Eigentlich ein Wunder, dass der Will sich nichts geholt hat. Moment. Ein Baby bisschen Durst hat er noch. Deshalb trinke ich noch mal was. Damit wir auf jeden Fall auskommen.
So, Moment, wo stand der Mond? Ich weiß nicht, warum ich mir das angucke. Es ist ja nicht so, dass ich mir dann irgendwas darunter vorstellen könnte. Ich schlafe einfach. 8 Stunden, da sollten wir weder verdursten noch verhungern. Und mal gucken, wie spät es dann ist. Ja. Stündchen noch, bis hell wird. Wir trinken noch mal was. Aber wir waren noch weit davon entfernt zu verhungern, zu verdursten, meine ich. Na, gucken wir mal, noch 2 Stunden schläft. So furchtbar müde ist er nicht mehr. So. Hallo? Danke. Da ist er wieder. Jetzt dürfte es noch recht kalt draußen sein, aber es müsste hell genug sein, um hier mal was zu reparieren. So, Erfolgschance 95%. Wie lange dauert das? 25 Minuten. Drückt mir mal die Daumen. Obwohl, wenn ihr anfangt, die Daumen zu drücken, ist es schon gelaufen. Aber das Daumendrücken aus der Zukunft hat geholfen. Macht das also nochmal. Wollen wir so Kompletti machen? Im Moment besser noch nicht. Ne? Wir haben nicht so viel Material, da sollten wir nichts verschwenden. So, 1,3 gegen im besten Falle 1 wahrscheinlich. 1,1. Ja, wir bekommen 60% Regenschutz bieten, oder? Das wäre krass, allerdings vielleicht 50. Gut, der Nässeschutz ist hier jetzt nicht so optimal wie bei denen. Aber alles andere... Okay, und sie belasten nicht so. Achso, nee, ich will die anziehen. Ich ziehe jetzt erstmal die Kampfstiefel an. Schon allein, weil es cool ist. So, das andere muss ich ja jetzt nicht unbedingt sofort wegwerfen. Obwohl ich nichts dagegen hätte, irgendwas wegzuwerfen. Okay, reparieren wir deine Socken. Denn es sind gute Wollsocken. So, die haben wir jetzt sogar komplett... Ich meine ja auch die. Die sollst du reparieren. Die hätte ich jetzt aber fast zerlegt, du. So. Das kann auch nicht schaden. Ich weiß, wir verschwenden jetzt schon wieder ziemlich viel Tageslicht dafür. Aber andererseits, was heißt verschwenden? Es ist ja nicht so, dass es im Dunkeln reparieren würde. Und wir wollen ja geschützt sein gegen Kälte. Und es hilft ja auch ein bisschen gegen Angriffe. Außerdem ist es dann nicht ganz so kalt draußen, wenn wir erst gegen Vormittag da rausstiefeln. So, das dauert jetzt schon wieder etwas länger. Oh, oh, Will kriegt Hunger. Habt ihr dieses Protestknurren seines Magens vernommen? Oh, jetzt haben wir kein Netzzeug mehr, fürchte ich. Oder haben wir mehr als eins gehabt? Ne. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Die Frage, ob wir noch mehr nähen. Diese Schublade kenne ich noch nicht. Okay, ich fürchte, wir werden hier etwas Wasser... Okay, wie sieht's aus? Okay, er ist unter 40. Ah, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir gehen erstmal hier zu Gertrude und legen ihr wieder Feuerholz in ihr Fach. Das ist kein Wolf, das ist nur ein Mülleimer. Hallo? Der hängt wieder da hinten rum. Ich wette, da ist das Haus des Bankmanagers. Da, wo dieser kleine, pelzige Idiot... Verzeihung. Die entzückende Fauna sich herumtreibt. Ein Vertreter der entzückenden heimischen Fauna. Den ich hasse. So. Ich meine, den ich nicht so sympathisch finde. Was natürlich allein mein persönlicher Geschmack ist und keinerlei Wertung auf seine, zu seiner Persönlichkeit zulässt. Pelziger Drecksack. So. Hallo. Ich habe noch ein bisschen Altholz und ein paar alte Zeitungen. Und nichts ist so alt wie die Nachrichten von gestern, nicht wahr? Haha, es geht nichts über Smalltalk. Guck mal, das kann ich ja auch da reinlegen. Nicht, dass ich das tun will, aber ich könnte. Okay, wir versuchen uns mal durch die Vorgärten da reinzuschleichen. So. Letzter Speicherpunkt, ja, als ich aufgewacht bin. Okay, die ganzen Reparaturarbeiten,
sind danach gewesen, aber die könnte ich ja im Zweifel dann nochmal ohne euch durchführen. Obwohl ich nicht hoffe, dass ich es muss, denn Ray hat sich wirklich... Ray, haha, ja. Will hat sich wirklich sehr geschickt dabei angestellt. Oh. Kann ich hier durchkrabbeln? Das ist nicht die Crouchen-Taste. Nein. Schnell da raus, bevor Will noch fest... Ja, doch, Will. Ja, Will noch feststeckt. Oh, komm schon, Leute, ich muss doch hier durch können. Ist doch jetzt ein Witz, oder? Das war jetzt ein Witz. All I can think about is food. Schon wieder? Ich glaube, du hast ein ernstes Problem. Du bist süchtig nach Nahrung. Nur weil du ohne stirbst. Manche Leute sind Drama Queens. Kings in dem Fall. Ich glaube, den haben wir reingelegt. Ha, ich habe das gar nicht gemerkt, dass wir hier ninja-mäßig an ihm vorbei und so weiter. Meine Zeitung. Ja gut, es macht irgendwie Sinn, dass Zeitungen in Briefkästen liegen, nicht wahr? Persönliche Briefe kommen hier ja nicht mehr an, weil die Post irgendwie schlönzig ist in Milton. Oder war. Jetzt ist das ja alles Windhauch und Luftgespinst. Okay, auch nicht verschlossen. Wir haben einen Schlüssel zu einer Tür, die wir nicht finden. Da war schon wieder so ein Grafikfehler. Liegt das? Sagt mir mal, ob ihr das auch habt, bitte. Manchmal so komische schwarze Punkte. Nur kurz und sind sie wieder weg. Da, jetzt ist aber dolle. Seht ihr das? Was ist das? Ich mache mir dann ja immer etwas Sorgen um meinen Computer. Ich habe ja irgendwie... die Fähigkeit, Bildschirme und Grafikkarten zu zerstören, ohne zu wissen, wie ich das mache. Aber irgendwie mache ich es. Wir machen es einfach. So, ein Müsli-Riegel. Sehr gut. Ah ja? Schon so spät. Klar, nimm mit. Dann haben wir was, das wir abwerfen können, wenn wir zu schwer werden. Haha. Ich glaube, das machen wir gleich tatsächlich mal. Wasser wegtun. Also nicht wegwerfen, weglegen. Thermounterwäsche. Finde ich gut. Ist die nass? Ich meine, sie lag ja in der Dusche. Und wieder ein paar Schränke durchwühlen. Da liegt Post. Erst Post. Tränenreicher Brief. Oh mein Gott. Ob ich das überstehe? Ein handgeschriebener Brief. Die verschmierte Tinte lässt darauf schließen, dass der Verfasser beim Schreiben weinte. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton bleiben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid. Ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort sollte es mehr geben. In Liebe, N-Punkt. Ist das die gleiche Frau, deren Brief wir in dem Wagen auch gefunden haben? Die hat ja irgendwie geschrieben, sie hat ihn wie versprochen verlassen. I better take this food. Schien ihr ja wenigstens schwer zu fallen. Das ist ja ein tränenreicher Brief. So, Moment, wo ich ja gerade... Moment. Steht auf dem Schlüssel was? Schließt eines der Häuser... Ja gut, so weit war ich auch. Danke dafür. Da waren wir schon dran. Das ist nichts. Ah, hier hat tatsächlich mal jemand ein Bett... in seinem Obergeschoss. What have we here? Eine weitere Signalpatrone. Was alles super ist. So, bei dem T-Shirt fällt mir ein, dass wir mal einmal nach unserer Thermounterwäsche gucken können. Die ist sogar neu. Okay, mehr Hosen haben wir nicht. Jetzt haben wir fast jeden Slot. Ja, okay, pass auf. Du trinkst jetzt nur mal einen Schluck Wasser und dann legen wir davon einfach mal ganz viel weg. Sollten uns nur merken, wo wir es hinpacken. Keine Ahnung. 5 Kilo. Naja. Zumindest sind wir wieder unter 40 Kilo, was? Ha! Bisschen Optimismus, bitte. Und dann nehmen wir auch schon direkt den nächsten Plunder auf. Jetzt frage ich mich gerade, haben wir jemals Bücher in den Feuerholzverschlag gelegt? Ich meine, ich nehme die immer wie selbstverständlich mit, aber... Ich glaube, wir gehen nochmal dahin
Das ist nur die Schaukel, ganz ruhig. Keine Panik. Nur in Horrorgames sind sich von allein bewegende Kinderschaukeln ein schlechtes Zeichen. Alles wird gut. Ganz ruhig. So. Denn wenn das nicht geht, dann können wir die ganzen Bücher hier einfach mal wegtun. Bis auf ein oder zwei, die wir dann als Anzündehilfe gebrauchen können. Nee, doch. Nimmt er. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Klingt jetzt wie ein Flugzeug. Man sollte hier im Moment nicht fliegen. Will spricht da aus Erfahrung. Das ist nicht so hilfreich. Man stürzt sehr schnell ab. So, und wo wir schon mal hier sind, gehen wir auch noch mal zu unserem, in Anführungsstrichen, unserem Häuschen. Und legen da mal ein bisschen was ab. Auch wenn ich jetzt im Moment nicht genau weiß, wovon ich mich gerne trennen möchte. Wir sind jetzt immer noch bei 31 Kilo. Und ich habe ja die Hoffnung, dass das Haus des Bankmanagers ein Potpourri an fantastischen Dingen sein wird. Wenn ich es denn endlich mal gefunden habe. So. Zum Beispiel Metallschrott. Metallschrott ist schwer. Hagebutten sind schwer. Zumindest wenn man so viele davon hat wie ich. So. Wir haben auch nicht genug Bartflechten. Warum ist der Verband beim Material? Na komm, egal. Ich denke da jetzt nicht drüber nach. Das müssen wir jetzt nicht alles mitschleppen. Eigentlich müssen wir unser Feuerholz auch nicht mitschleppen. Ne? Also wenn wir irgendwie, also wir werden ja, wenn dann in einem der Häuser dann Feuer machen. Und das können wir ja dann, da können wir ja im Zweifel wohl irgendwie einen Stuhl oder was zerlegen. Damit wir da ein Feuer machen können. Wenn die da überhaupt einen Kamin haben. So, und dann nochmal zu unserem Kleiderschrank. So. Nope. Nope. Das und das. Schuhe machen ja auch schon mal einiges aus. So. Ich habe jetzt nicht aus Versehen irgendwie was weggetan. Ne? Für diesen Slot hatten wir nie was. Wie spät ist es? Eine Stunde haut der Will sich jetzt mal aufs Ohr. Das erstellt erstens einen Speicherstand, denn wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, tut das Betreten von Häusern das nicht mehr, oder? Habe ich das jetzt nur gerade verpasst? Gut, Tomatensuppe soll ich eigentlich warm essen, ne? Aber kann ich jetzt gerade nicht. I could eat anything. Ja, du kriegst ja jetzt kalte Tomatensuppe. Wenn du alles essen würdest, ist ja wohl auch abgestandene Tomatensuppe. Es ist Teil von alles. Wäre ja jetzt hier nicht klugscheißern, aber ich tue es trotzdem. Okay, jetzt wieder vorsichtig auf die andere Straßenseite und dann hinter den Häusern entlang schleichen. In der Hoffnung, dass Gevatter Wolf uns nicht bemerkt. Der ist immer noch da hinten. Und bislang sehe ich auch keinen zweiten, was natürlich nichts heißen soll. Nichts heißen muss. Ah! Wir haben es gefunden. Sehr schick. Da, schon wieder schwarze Punkte. Das beunruhigt mich sehr. Unser Beil geht dahin. Das ist schlecht. Denn wir haben jetzt, glaube ich, im Moment auch nichts, um es zu reparieren. Wir haben jetzt gerade kein Pferd. Vielleicht hat der ein Pferd im Ofen. Wir gucken mal. Ich gucke jetzt mal, ob mein Betreten des Hauses gespeichert wird.
Und? Ja, okay. Mein Fehler. Dann müssen wir hier nicht unbedingt schlafen, wenn ich gleich Feierabend machen möchte. Da ist auch ein Dosenöffner. Aber ich glaube nicht, dass wir den im Moment brauchen. Oder wirklich, das macht er dann heimlich, einfach die Sachen aufschlagen, ohne mich zu fragen. Und es geht dann was verloren, ohne dass ich es merke. Okay. I'll be hungry later. Good God, das ist schon fertig. Okay, dann ist nicht mehr so gut, dann essen wir es direkt. Hat uns auch nicht geschadet. Guck mal, der hat sogar einen Ofen hier, wie nett. Aber wenn ich unbedingt muss, würde ich lieber kein Feuer machen, um das alles für die gute Gertrude zu verwahren. Warum nenne ich sie eigentlich Gertrude? Sie heißt ja eigentlich nur Graue Mutter. Mehr hat sie uns ja nicht verraten. Nennen wir sie also weiter Lady Grey. Wobei Gertrude Grey ein cooler Name wäre. Nee, mag keine Sportsocken. Cargohosen sind gut, ne? Ja. Aber ich sehe jetzt hier in der Tat auch nichts, was Geheimnis über die Bank verrät. Vielleicht hat er das hier irgendwie in seinem Nachttisch versteckt. Ein Buch, okay. Banktresorcode. Sehr gut. I'm gonna have to leave something behind. Nein, musst du gar nicht. Wir müssen das alles mitnehmen, Will. Es tut mir leid. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind Jäger und Sammler. Da kann ich Stoff draus machen. Dann kann ich hier nämlich ein bisschen was reparieren, wenn ich das möchte. Bevor es denn dunkel wird. Hier irgendwas Spannendes drin. Hier ist Wasser drin, immerhin. Okay. Die Cargohose repariere ich dann direkt mal. Denn auch wenn es keine gute Hose ist, wir haben ja auf jeden Fall noch einen Hosenslot frei. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Cargohosen ziemlich gute Hosen waren. Huch, Verzeihung. Ich mache hier wieder... Ich randaliere hier wieder ein bisschen. Cool, dass sich die Optik der Cargohose verändert. Wenn man sie repariert. Sehr geil. Macht das irgendwie noch einen Unterschied, innere, äußere Schicht? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke da jetzt gerade so drüber nach. Okay, die haben beide keinen Wasserschutz. Das ist auch das gleiche. Wasserschutz 30, Wasserschutz 10. Dann sollte ich die wahrscheinlich tauschen, ne? Ausziehen und dann hier anziehen. Also, ich... Hä? Achso, das... Hä? Okay, verstehe ich nicht. Warum kann ich jetzt... Warum habe ich jetzt hier die Weste gar nicht zur Auswahl? Achso, wegen der Milch. Okay, egal. Es ist mir egal. Macht alle, was ihr wollt. Ich glaube, das sind die besseren Jacken. Deshalb lasse ich die Weste jetzt einfach aus. So, die Sachen sind eigentlich ganz gut in Schuss. Was ist das? Das ist ein Pullover. Wir haben Wills Pullover. Der Pullover scheint besser zu sein als Will. Nicht zwingend, ne? Wills Pullover ist nicht ganz so gut in Schuss wie der hier. Nee, der ist besser in Schuss. Der ist sogar besser in Schuss und der andere ist trotzdem von den Werten... Nee, gar nicht wahr. Der hat auf jeden Fall einen besseren Windschutz. Ich glaube, wir lassen den jetzt tatsächlich Wills Pullover an. Bei den anderen Werten ist er besser, aber... Vielleicht tauschen wir das Hemd dagegen. Beziehungsweise das Ding gegen das Hemd. Ja. Ich glaube, das ist weise. So. Ich will Wills Hemd nicht kaputt machen. Es ist immerhin Wills Hemd.
Erlassener sind. Das will ich nicht kaputt machen, weil ich es gerade erst repariert habe. Aber die Sportsocken, die kann ich kaputt machen. Haha. Kann ich wenigstens etwas kaputt machen. Fühle ich mich gleich besser. Fühle ich mich ganz groß, wenn ich was zerreißen kann. Aber noch größer fühle ich mich natürlich, wenn ich was reparieren kann. Ist natürlich viel konstruktiver. Wills Hose. Na toll, seine eigene Hose kriegt er nicht repariert. Jeden anderen Kram kriegt er repariert. Aber wenn es um seine eigene Hose geht, nein. Da versagt er. I need to find food. Immer redest du übers Essen, Will. Du brauchst Hobbys. Ernsthaft. Aus Langeweile essen ist nicht gut. Ist voll ungesund. Aber ich fürchte, das kriegen wir vor Einbruch der Nacht wohl nicht mehr hin. Oh, doch. Need something to eat. Ja, ist ja gut. Oh. Komm. Man lebt nur einmal. Und wenn man dieses Hundefutter isst, wahrscheinlich nicht mehr lange. Wir haben uns da nichts geholt? Echt? Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Aber ich muss sagen, dass ich irgendwie verwirrt bin. Ich hätte jetzt mit einer Lebensmittelvergiftung par excellence gerechnet, aber gut. So, achso, Entschuldigung, das vergesse ich immer wieder. Wie spät ist es? Oh, ich muss auch Schluss machen, sehe ich gerade. Apropos, wie spät es ist. Jetzt ist es sehr dunkel hier. Das ist jetzt kein schönes Bild, um sich zu verabschieden, aber ich tue es trotzdem. Ich danke euch fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!